So, Echo. Willkommen in Campoana. Willkommen in Campoana, im Herzen Boliviens. Nicht direkt, südlicher Teil von Okoro. Ich habe Informationen vom HQ bekommen, dass wir El Emissario aufspüren sollen. Um an den hiesigen Leiter der Coca-Produktion ranzukommen, und zwar El Yayo oder El Jajo. Wie man die ausspricht, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich frage mal diese junge Dame dort. Entschuldigung, kennen Sie El Jajo, El Yayo? Wie wird er? Okay, ja, in Ordnung. Die Namen sind ja anscheinend nicht so. Ich glaube, deine pure Präsenz schüchtert Zivilisten hier ein. Okay, ich habe in 300 Metern Informationen über Aufklärungsdaten bekommen. Okay. Feindaggressivität ist mir persönlich jetzt nicht bekannt, aber wir sollten trotzdem vorsichtig sein. Ich schätze mal, es wird wie überall sein. Dort, wo wir hin müssen. Oh, nach links und rechts gucken. Nicht vergessen. Ja. Oh, genau in dem Moment kommt ein Auto. Alles gut. Das ist ein Zebrastreifen, bin ich doof? Naja, ich kenne die Gepflogenheiten hier nicht. Ja, ist es vielleicht am Zebrastreifen, musst du warten. Der hat mit dem Finger auf dich gezeigt. Haben die nichts gelernt in der Schule? Man zeigt nicht mit nacktem Finger auf angezogene Leute. Ja, man zeigt aber auch nicht mit der Waffe auf Zivilisten. Das habe ich nicht gemacht. Nein, das hast du nicht gemacht, das stimmt schon, aber ich habe es schon mal gemacht. Das war aus Versehen. Ich glaube auch, hier sind irgendwo Kings Layer Akten versteckt. Okay, wir können uns ja mal einen ganz kurzen Überblick verschaffen, vielleicht. Oh ja, hier. Irgendwo. Hier ist etwas. Hier ist ein Orden? Nein, ein Buch. Ich habe mir den Orden erstmal geschnappt. Das ist wie mit den Ameisen, die sich von ihren Feinden die Köpfe sammeln. Okay, aufs Dach scheinen wir ja nicht zu kommen. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder runter auf die Straße. Okay, ich habe ein Tango links. Ich habe ihn ausgeschalten. Puh, das war ganz schön knapp. Okay, ich gehe um die Ecke, verstecke mich und setze eine Drohne ein. Ich folge dir. Drohne ist oben. Ja, Tangos. Hier auf der Straße befindet sich noch einer. Ich schalte ihn aus. Ja. Der erste Schuss ging leicht daneben. Ich glaube, ich muss erstmal wach werden. Okay. Ich ernähre mich. Den Akten. Ich schau mal, ob ich mir irgendwo Position im Haus beziehen kann. Auf eine sinnvolle Art und Weise. Natürlich nicht. Ich bin im Haus. Ich rücke nach. Ein Laptop. Nachschub markiert. DJ Perico. Ich komme jetzt rein. Okay, ich habe die Daten. Ziel auf der Karte. Okay, wir sollen uns Zugangscodes für die Kokainfabrik besorgen. Das ist klar. Ja, wir haben direkt ein Fahrzeug. Wollen wir das gleich nehmen?
Den Jeep? Ich würde was Unauffälligeres wählen. Okay. Wie wär's mit deinem Bus? Meine Waffe. Definitiv. Ich sitze mal hinten, das ist bequem. Na dann mal los. Mann. Benutzen Sie doch bitte den Zebrastreifen das nächste Mal, junge Frau. Okay, ich werde jetzt erstmal auf die Karte gucken, mir einen Überblick über die Umgebung verschaffen. Ich glaube, das Einsatzziel befindet sich fast am Herzen. Ich glaube, hier ist ein kleiner Stützpunkt. Sieht ganz danach aus. Ja. Ich glaube, hier werden wir noch was zu erledigen haben irgendwann. Okay, das Ziel ist noch 1,7 Kilometer entfernt. Wie hast du eigentlich geschlafen? Ja, aber diesmal tatsächlich deutlich besser geschlafen als das letzte Mal auf der Couch. Diesmal hatte ich tatsächlich ein richtiges Bett. Das war super. Also im Vergleich zur Couch. Nach dem gestrigen Einsatz ging es mir eigentlich auch ganz gut. Ich war echt fertig, aber... Okay, jetzt wird es hier ein bisschen... Oh. Entschuldigung. Das ist gleich die Versicherung. Moment. Wir werden jetzt mal gucken, ob alles in Ordnung ist bei dem jungen Mann. Junger Mann, alles okay bei Ihnen? Ich glaube, ihm tut der Kopf weh. Puh. Na gut. Zum Glück ist es nur der Kopf. Ja, scheint nichts weiter passiert zu sein. Bitte fahren Sie weiter, hier ist nichts passiert. Hier ist nichts passiert. Gesagt, getan. Ich danke dir. So, jetzt. Aufpassen. Ein bisschen fahren kann man schon. Rechts ist das Gaspedal, Kollege. Nicht bei links gesteuerten Autos. Rechts gesteuerten Autos. Oder? Ich war noch nie in England. In Mexiko, ja. Und in diversen anderen Ländern. Man kommt ja als Ghost, kommt man ja doch schon mal rum. Es gibt ja überall mal Krisen, hier und dort. In England gab es doch keine Krise, aber die haben ja auch das MI6. Ich glaube, mein Funkgerät spinnt gerade etwas. Ich habe gerade leicht Aussetzer, könnte an der Höhe liegen. Versucht das erste Fahrzeug mit einem Granatwerfer zu treffen. Das Problem ist halt, dass wir so viele Zivilisten lang fahren. Kommen wir noch ein Stück vor? Ich rücke nach. Hinterhalt hinter dem Stein. Ja. Okay. Wir kommen gleich. Achtung, ich bleibe hier. Genau, perfekt. Huppla. Okay, bin in Stellung. Ich auch. Ich bin bereit. Granatwerfer ist aktiviert. Wie gesagt, ich versuche den ersten. Ich versuche auch den ersten. Fahrer ist erledigt. Wachen ausschalten, ich hol mir einen. Ja, du Drecksack. Okay, ich verhören. Okay.
Wir lassen ihn laufen. Okay. Gut. Ich habe gesehen, es wurde eine neue Position markiert. Ja. Manchmal ist unsere Arbeit leider dreckig und laut. Das ging allerdings wunderbar. Eine gute Idee mit dem Granatwerfer, Ghostlead. Ich bin stolz. Hast du von den Unidad gehört, die hier unterwegs sind? Mhm. Gut ausgebildete Söldner. Vom Kartell bezahlt. Vom Kartell bezahltes ja. Militär. Schwer bewaffnet, schwer gepanzert und mit Helikoptern ausgerüstet. Du weißt, was gegen Helikopter hilft. Hast du Hunger? Hotdog? Weiß ich nicht. Warte mal kurz. Oh Gott, Tangos! Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja, hat keiner gerechnet. Ich schau mal eben nach, was sie da versteckt haben. Ja. Ein Treffer eingesteckt, aber meine Kugel hat das Gröbste abgefangen. Meine kugelsichere Weste, wollte ich sagen. Sie sind ganz durch den Wind. Ja, arme Kerl. Tja. Friede sei mit dir. Okay, dann ist das Motorrad. Ich werde mit dem Motorrad nachrücken, genau. Die junge Frau wollte uns gerade Katzen verkaufen. Katzen, das sehen aus wie getrocknete Lämmer. Getrocknete Lämmer? Oh, tatsächlich. Ja, Schafe oder getrocknete. Ich bin schon mal froh, dass es keine Hunde sind. Alles klar, wir können. Ich habe mich leicht verfahren. Okay, wir treffen uns in der Nähe. Wir treffen uns in der nächsten Kreuzung. Ich wollte schon immer mal ein bisschen Offroad fahren. Alles klar, ich sehe dich. Kann weitergehen. Wenn ich schon mal mit dem Motorrad unterwegs bin, werde ich ein bisschen vorausspähen. Achso, ein kleines Füßchen. Zug? Was? Ah, ich habe ihn auch gehört. Okay, noch 2 Kilometer bis zum Ziel. Der junge Mann hat die Codes für die Coca-Fabrik recht schnell rausgerückt. Er hat mir erzählt von seinen Kindern, dass er gerne wieder zu seinen Kindern zurück möchte und war der Meinung, er muss mir noch ein Foto zeigen. Pass auf, die Patrouille vor uns. Ich habe dort hinten übrigens einen Helikopter gesichtet unterwegs. Schau mal ganz kurz auf die Karte im Moment. Kartell. Ja, die haben das Feuer auf dich eröffnet. Ich versuche einen auszuschalten. Okay. Das war die Stoßstange. Willst du die Ziele ausschalten? Ohne das. Ist auch unterwegs. Wow. Ja. Ich muss mal eben. Patrouille hat uns entdeckt. Bisschen aus. Du hättest dir keinen besseren Moment aussuchen können. Okay, ich krieg gerade Daten rein. Moment. Meine Übertragung wurde abgebrochen, weil ich gerade getötet wurde. Shit. Der hat bei dem Okay, lassen wir es in der Aufnahme drin, ja, ne? Ja, können wir machen. Der hat bei dem J-Turn, als ich gerade die Handbremse angezogen habe, wahrscheinlich zu lange X gedrückt gehalten und dadurch hat er die Übertragung zu El Jajo gestartet.
Das war auch lustig, die haben ganz schön lange gebraucht, bis sie dich weggemacht haben. Das waren zwei Fahrzeuge, die auf dich geballert haben. Echt, ich saß da völlig entspannt und habe mir die Übertragung angeschaut. Tja, okay, naja, jetzt haben wir wenigstens wieder Ruhe. Alles klar, da wären wir. Bin bereit zum Aufklären. Starte eine weitere Drohne. Vier Augen sehen mehr als zwei. Okay, MG, Alarm. Aber das Ziel gesichtet. Okay, die Reichweite meiner Drohne ist noch ausbaufähig. Da haben wir doch jemanden. Soweit der Eingangsbereich scheint frei zu sein. Ja, das ist ein Luftabwehrsystem. Okay, ich sehe leider keine weiteren Ziele. Ich bin auf Drücke Höhe vor. des Wachhäuschens, des Wachhäuschens. Okay. Versuche im Schatten entlang zu laufen. Ich könnte auch versuchen, ich kann auch das Licht einfach ausmachen. Oh. Okay. Du bist Drücke übrigens zum den Truck vor. Spaß weg, Ghostleader. Drücke weiter vor. Okay, wie sieht's aus? Kannst du nachrücken? Ich kann nachrücken. Oh nein. Narko. Beseitigt. Okay, da oben am MG ist aktuell noch keine Gefahr. Ich würde sagen, wir gehen hinten durch die Lagerhalle. Augen offen halten. Sind weit geöffnet. Hier sind zwei Silos. Okay, du hast ja ein Ziel markiert. Ausgeschalten. Ich werde nochmal eine Was war Drohne davor? starten. Ich begleite dich ein wenig. Links ist nichts. Rechts sieht bisher auch frei aus, bis auf den MG-Schützen oben. Der Weg ist bis zum Gebäude Ich schau frei. mal, ob ich den hier oben ausschalten kann. Bestens. Bis zur Treppe ist der Weg frei. Nach links ist nichts Okay. zu sehen. Rechts um das Gebäude herum kannst du gehen. Alles frei. Alles frei. Alles frei. Ich rücke nach. Radio über Radio, immer dasselbe. Okay, ich warte hier, bis du aufgerückt hast. Ich starte noch mal eine ganz kurze Aufklärung. Wirklich auszuschließen, dass hier in der näheren Umgebung, bis auf den Schützen oben am MG. Ist das hier nicht ein riesengroßer Generator? Offensichtlich nicht. Okay, ich bin vorne an der Tür. Generator ist markiert. Soll ich den Generator deaktivieren? Komm erst mal her, damit ich hier gefahrlos die Tür öffnen kann. Vorsicht, ich habe hier das Narko. Okay, gib mir Deckung. Ich mache die Tür auf. Alles klar. Vorrücken. Links Treppe. Sichere die Treppe. Okay.
Ihr scheint soweit. Ist mal alles frei zu sein. Alles clear. Ach, danke schön. Der Radio ist ausgeschaltet. Okay. Schuss dürfte keiner wahrgenommen haben. Mehr Daten. Alles klar. Unit Production Monitoring. Security Board. Ups. Ich deaktiviere das Security Board. Okay. Ist deaktiviert. Sehr schön. Los. Pass auf wegen dem Narko rechts. Yep, schon gesehen. Ja, ist weit genug weg. Okay. Wie gesagt, aktuell noch frei, ne? Es wurden keine weiteren Ziele gesichtet. Macht der Narko da oben an dem Maschinengewehr ein bisschen Sorgen. Mhm. Ja auch. Ich gehe mal nach oben. Nein, dafür habe ich keine Sicht. Auf der Obacht. Straße hier vor mir ein. Ja, wird ja 11 Uhr. Wenn du ausschalten kannst, schalten aus. Zu gefährlich. Ich könnte das Geländer treffen. Moment. Zieh den Blick. Sehr gut. Okay, ich öffne die Tür. Na, wer hätte gedacht? Drei Gegner im Zielbereich. Sehr ungünstig. Okay, pass auf. Du sicherst die Tür von der Seite. Ich laufe außen rum. Positioniere mich auf die andere Seite der Tür. Hast du schon geschossen? Ich habe auf einen anderen Tango geschossen, der mich gesehen hätte. Ist noch alles gut, es ist noch alles gut. Ah, ich bin gejagt. Okay, Ziele ausschalten. Oben. Achtung. Ja, er kommt. Ausgeschalten. Sichere nach hinten ab. Positiv. Das ist natürlich die Frage. Ich glaube, wir sind nicht mehr im Ziel. Okay, C4 platziert. Moment, wir können ja noch schnell aufmunitionieren. Okay, ich brauche von dir mal eine Ladung hier an dem Paket. Ich habe kein C4 dabei. Okay, warte, ich habe noch eins. Rein theoretisch funktionieren. Okay. Dann raus hier. Ich möchte ungern in der Nähe sein, wenn das Ganze in die Luft geht. Lass ruhig. Alles easy. Okay, wollen wir direkt die Basis verlassen? Können wir nicht, wir haben noch eine zweite Lagerhalle. Tatsächlich. Okay, dann lass zur zweiten Lagerhalle vorrücken. Ach, das hat natürlich ein bisschen Krach gemacht. Logisch. Bin hinter dir. Achtung, Tango rechts, links. Alles klar, Alarm ist ausgelöst. Dann müssen wir das Ganze wohl jetzt ein bisschen schneller durchziehen. Kein Problem. Ich platziere mal hier eine Mine. Wow, Scharfschütze. Achtung, oh fuck! Helikopter, Achtung, hinter uns ist eine Mine platziert.
um den Weg nach hinten abzusichern. Okay. Granatwerfer ausgerüstet. Oh, muss natürlich den Granatwerfer nachladen. Oh. Beseitigt. Sehr schön. Aufpassen hinter uns. Erledigt. Warte, vorrücken. Los, los, los. Oh, nicht vorrücken. Tango auf 12. Hinterm Klo. Tango beseitigt. Alles gut, alles gut. Wir machen das. Ich danke dir. Okay, los, 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 los. Okay, hier kommen wir durch das Lagerhaus. Sicher nach hinten. Ich glaube, sie wissen nicht, wo wir sind. Das ist positiv. Lass uns kurz hochgehen. Okay. Was hat dir gerade ganz laut Bumm gemacht? Ich glaube, deine Miene. Tatsächlich. Okay, sie wissen nicht, wo wir sind. Sie sind schon in die andere Richtung. Der Weg zum nächsten Ziel ist soweit frei. Unidad-Vogel über uns. Okay, der ist weg. Bist du bereit? Moment. Und der Vogel dreht. Glaube ich schon ab. Unser Zeitfenster schließt sich. Okay. Bin unterwegs. Los, 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 los. Ich sehe hier drinnen gar nichts. Ah! Da hab ich. Verdammt. Alles gut, alles gut. Nachtsicht. Okay, platziere C4. Moment. Ich muss kurz aufhören. Ich folge auf deine Position. Okay, wir tauchen am besten hier hinten ab. Ladung geht hoch. Es ist wunderschön. Okay, auf ins Wasser. Oh. Wie praktisch, dass uns hier jemand ein Boot hingestellt hat. Puh, ein Ein-Mann-Boot. Ich schwimme dann mal. Tschüss. Okay, nein. Das machen wir nicht. Ich folge. Ich will bloß auf die andere Flussseite. Okay, dann würde ich sagen, sind wir soweit aus dem Gröbsten raus. Mhm. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir uns neu ausrüsten und folgen weiter den Anweisungen des HQs. Aber erst ein Lava-Schnaps, oder? Definitiv. Oder wie der Typ hier gerade aussieht, eine Maya-Mate. Maya-Mate? Ich habe gerade die gleiche Einblendung wie du bekommen vom HQ. Das kommt ja auch an den ungünstigsten Stellen.